Okay, so, also jetzt ist 7:45. Eigentlich wollten wir um die Zeit jetzt fertig sein, aber jetzt macht der Christopher Hauser und der Daniel Seibold noch ein Stück weiter. Ja, unseren Vortrag müssen wir dann wohl selber halten, macht aber nichts. Vielen Dank, dass noch so viele da sind, also Respekt an euch. Wir sind Daniel Seibold und Christopher Hauser, wir haben hier SpaceX realisiert. Und zwar haben wir angefangen mit unseren Bachelorarbeiten. Daniel hat einen Prototyp, also eine Vorversion von unserem Spiel, was wir gleich präsentieren werden, als Bachelorarbeit realisiert. Und meine Aufgabe, die war XMPP, ein Protokoll zum Chatten und für Signalisierung. Ich habe da eine Implementierung gemacht. Und bei unseren Abschlussarbeiten, bei den Abschlussvorträgen, sind wir dann auf die Idee gekommen, das einfach zu kombinieren. Und entstanden ist SpaceX, ein Echtzeitstrategiespiel über das Internet. Das bedeutet, man kann spielen und die Nachrichten werden über XMPP dann ausgetauscht. Das Ganze ist momentan entstanden am Institut für verteilte Systeme im Rahmen von unserem Projektmodul. Aber bevor wir da jetzt noch lange reden, machen wir einfach eine Demo und machen einfach hieraus jetzt mal eine kleine LAN-Party. Da haben wir hier zwei Geräte vorbereitet und wir spielen jetzt gleich unser Spiel einfach mal mit zwei Testkandidaten. Praktisch nur du. So, also unser Spielprinzip basiert auf dem Spiel Gelkern, das ihr vielleicht schon kennt. Es gibt es für iOS, Android und auch in Flash. Das Spielprinzip ist relativ simpel. Es gibt eben eigene Planeten, gegnerische Planeten. Und das Ziel ist eben, alle gegnerischen Planeten zu übernehmen. Wie ihr seht, ist hier das Spiel. Was haltet ihr davon? Ist schon schick geworden für die viele Arbeit, oder? Wie man erkennt, werden schon ein paar Flotten verschickt, ein paar Planeten übernommen. Und jetzt haben wir uns gedacht, gut, das Original Gelkern hatte auch schon schönere Texturen, schönere Grafiken. Wie könnten wir etwas spezieller machen? Und deshalb haben wir uns gedacht, es wäre ja interessant, wenn man solche Features zur Laufzeit nachladen könnte. Und hierfür haben wir das Java OSGI Framework verwendet. Also das Spiel ist komplett in Java geschrieben und OSGI ist eben auch in Java. Und dies ermöglicht eine solche komponentenbasierte Entwicklung. Wo ist das Spiel? Okay, jetzt werden wir nochmal kurz das Spiel starten. So, nochmal zurück. Unten sieht man nun die Konsole praktisch, das ist die Konsole von OSGI, in der man nun Komponenten dynamisch hinzuladen könnte. Und wir werden jetzt zu Beginn mal den Planeten eine schönere Textur verpassen. So, wie man sieht, ist jetzt zur Laufzeit schon praktisch ein paar Texturen für die Planeten hinzugefügt worden. Jetzt möchte man natürlich auch noch den Flotten eine schönere Textur verpassen, was jetzt Christopher als nächstes demonstrieren wird. Und zwar werden wir es so machen, dass während dem Flug praktisch die Textur hinzugeladen wird, damit man auch wirklich erkennt, dass es zur Laufzeit funktioniert. So. Neben den grafischen Features haben wir uns dann auch überlegt, dass auch ein Pathfinding mit Collision Detection ganz interessant wäre. Bisher hat das Spiel ja ein relativ primitives Pathfinding. Es sucht einfach den Weg von Start zu Ziel und nimmt den kürzesten, den geraden Weg praktisch. Nun haben wir eben den A-Stern-Algorithmus verwendet, um auch noch die Planeten als Hindernisse zu erkennen und diese eben zu umfliegen. Dieser lässt sich auch über die OSGI-Konsole praktisch als Komponent hinzuladen. So. Wie man nun erkennt, also umfliegen die einzelnen Flotten schön die Hindernisse,
weiträumig. So, dies wäre nun der erste Teil unserer Demo gewesen. Und Christopher wird euch jetzt was zur Architektur des Spiels erzählen. Genau, da beleuchten wir das Ganze nochmal ein bisschen aus der theoretischeren Sicht. Hier haben wir die Grafik, die die einzelnen Komponenten unseres Spiels darstellt. Wir haben unser komplettes Projekt komponentenorientiert aufgebaut, nutzen Services, also wir haben nach klassischem SOA programmiert, also Service-Oriented Architecture. Hauptsächlich haben wir jetzt momentan diese vier Komponenten betrachtet. Bei unserer kleinen Demo, da haben wir zunächst mal die Spielansicht, also dieses Fenster, die Oberfläche, über die man Flotten verschicken kann und wo man die grafische Repräsentation durch die Planeten bekommt. Und man sieht ganz deutlich, der Pfeil, der von der Service Registry, den uns OSGI zur Verfügung stellt, nach oben, die Spielansicht, die konsumiert Services. Und zwar die Services, die von den anderen drei Bundles, dem A-Sterne-Algorithmus, dem Planet Graphics und den Fleet Graphics zur Verfügung gestellt werden. Diese einzelnen Bundles, die kann man zur Laufzeit dynamisch starten und stoppen. Und sobald so ein Bundle gestartet wird, exportiert dieses Bundle entsprechend die Services. Man kann sich das so vorstellen, die Spielansicht, die enthält jetzt für diese drei Funktionalitäten, die die drei Bundles zur Verfügung stellen, eine primitive Implementierung. Und sobald so ein Service verfügbar ist, wird dieser bevorzugt genutzt. Und dadurch kann man dann entsprechend die Implementierung von so einem intelligenten Pathfinding wie dem A-Stern-Algorithmus dynamisch hinzuladen. Das hier war jetzt zur grafischen Repräsentation. Wir haben natürlich auch eine ganz andere, sehr, sehr wichtige Komponente in unserem Projekt drin, nämlich die Datenkommunikation, der Austausch. Und das Ganze läuft über eben solche Bundles. Wir haben das hier mal vereinfacht dargestellt durch diese beiden. Zum einen Instant X und zum anderen XMPP. XMPP habe ich ganz am Anfang mal kurz erwähnt, ein Protokoll für Chat-Nachrichten. Und Instant X, ein Forschungsprojekt hier an der Universität Ulm im Institut für verteilte Systeme. Instant X bietet eine gemeinsame Sicht auf mehrere Protokollimplementierungen. Das bedeutet, unser Spiel, die Spielansicht, die nutzt Instant X, um Daten zu verschicken, ohne genau zu wissen, wie die Protokollimplementierung aussieht. Und man könnte jetzt die Protokollimplementierung auch austauschen und zum Beispiel über irgendein anderes Chat-Protokoll, Oscar oder beispielsweise über irgendwelche anderen Protokolle kommunizieren. In unserem Fall haben wir hier eine XMPP-Implementierung gemacht. XMPP nutzt zum Beispiel, falls ihr das kennt, Facebook oder Google. Und von daher ein eigentlich sehr wichtiges Protokoll. Für die Spielansicht, da haben wir für die grafische Repräsentation auch ein Framework oder eine Bibliothek verwendet. Und zwar OpenGL. Zu OpenGL erzählt euch Dani eine Kleinigkeit. Genau, also wir haben wie gesagt OpenGL verwendet. OpenGL ist an sich eine Bibliothek, die in C geschrieben ist. Es gibt jedoch die Java Bindings for OpenGL, also YOGL, wie wir schon in dem vorhergehenden Vortrag gehört haben, wo es da auch verwendet wurde. Und hier mit dem eben das Rendering und die ganzen grafischen Aspekte realisiert wurden. Bei der Entwicklung unseres Spiels sind wir da auf einige Tücken gestoßen, da das Programmiermodell von OpenGL schon etwas anders ist, als man es von der objektorientierten Programmierung von Java eben kennt. OpenGL ist eine State Machine sozusagen. Dies bedeutet, man muss bei jedem Rendering-Durchlauf neu seine gewählten Optionen setzen. In diesem Fall als Beispiel mal, wir haben im zweidimensionalen Raum gearbeitet und man musste bei jedem Rendering-Durchlauf neu setzen, die Projektion in den zweidimensionalen Raum. Es ist nicht wie in einer objektorientierten Sprache, dass man praktisch einmal den Parameter setzt und er bleibt eben erhalten. Es gab auch noch einige weitere Tücken. Eines haben wir nun mal kurz vorbereitet als kleine Demonstration. Sieht man hier zwei Bilder. Das oberste zeigt eben den Hintergrund oder das Spielfeld mit dem Hintergrund als Textur. Rechts daneben der Code, um eben ein Viereck zu zeichnen und auf das Viereck den Hintergrund, die Hintergrundtextur zu kleben. Wenn man nun die Methoden nicht genau in dieser Reihenfolge, die Punkte nicht in dieser Reihenfolge setzt, sondern mal Punkte in einer anderen Reihenfolge setzt, kommt man zu ganz komischen Effekten wie
eine, wie das zweite Bild eben zeigt, sodass ein Teil einfach fehlt der Grafik oder die Grafik wurde mal komplett gespiegelt oder verdreht. Ja, also wir hatten einige Probleme bei unserer Entwicklung, da eben das Programmiermodell schon sehr gewöhnungsbedürftig ist, wenn man eben aus der objektorientierten Programmierung kommt. Ja, und nun wird euch Christopher was zur Kommunikationsarchitektur erzählen. Jeder einzelne Spieler, der enthält erstmal zwei wichtige Komponenten, nämlich den Agent und den Client. Wir haben jetzt hier schematisch mal ein Spiel mit drei Benutzern, Alice, Bob und Charles. Und man sieht deutlich, jeder von diesen drei Spielteilnehmern hat entsprechend diese zwei Komponenten. Allerdings, in diesem Fall ist jetzt nur Bob aktiver Agent, während Alice und Charles nur passive Agents haben. Das hat ganz einfach den Hintergrund, es gibt einen aktiven Agent, der hält ein Spielmodell und aktualisiert die einzelnen Clients der anderen Mitspieler und seines eigenen. Und die Clients, die sind quasi relativ dumm, die befolgen einfach immer die Richtlinien des Agents. Dann haben wir hier in der Mitte noch den XMPP-Server. Dieser XMPP-Server, der stellt uns einen Chatroom bereit, einen Multi-User-Chatroom. Und alle diese drei Teilnehmer, Alice, Bob und Charles, die sind jetzt in diesem Chatroom. Einer startet jetzt dieses Spiel und der wird Agent, in unserem Fall also der Bob. Möchte jetzt als Beispiel Alice jetzt eine Spielaktivität starten, zum Beispiel eine Flotte von A nach B senden, dann tut sie das folgendermaßen. Sie sendet diesen Wunsch als Befehl oder als Wunsch an den Agent auf direktem Weg. Der Agent, der prüft dieses Anliegen von Alice, ob das überhaupt erfüllt werden kann, ob Alice überhaupt von Planet A nach Planet B schicken kann. Es könnte jetzt ja zum Beispiel sein, dass Planet A gar nicht Alice gehört. Und wenn alles in Ordnung geht, dann broadcastet dieser Agent über den Chatroom, also der schickt eine Nachricht in den Chatroom, und der Chatroom, der broadcastet dann die ganzen Agents, dass jetzt eine Flotte von A nach B gesendet werden soll. Und was hier jetzt verschickt wird, ist ganz interessant, nämlich haben wir ja Probleme bei der Datenübertragung, da jetzt die einzelnen Clients mit unterschiedlichen Internetverbindungen angebunden sein können. Da kommen jetzt verteilte Systeme sehr intensiv ins Spiel. Jetzt könnte zum Beispiel Charles die Nachricht nach Bob bekommen. Die Flotte von Alice, die soll aber bei allen Spielern gleichzeitig an Planet B ankommen. Das haben wir in unserem Fall so gelöst, dass wenn jetzt quasi hier der Client von Alice an den Agent von Bob sendet, der Agent von Bob direkt den Zeitpunkt berechnet, an dem die Flotte bei B ankommen müsste. Und das wird quasi gebroadcastet an die einzelnen Clients. Das heißt, die Clients, die bekommen nur noch eine Nachricht, dass zu Zeitpunkt XY die Flotte von Alice bei B sein muss. Und die einzelnen Clients, die passen dann einfach nur noch die Fluggeschwindigkeit an. Das Ganze nennt sich dann Dead Reckoning oder auch Koppelnavigation und findet bei vielen Netzwerkspielen Anwendungen, zum Beispiel bei World of Warcraft. Ich bin nicht so der Zocker. Ja, da hat man nämlich folgendes Szenario, dass wenn man jetzt zum Beispiel vorwärts läuft, dass es eventuell zu so einer Situation kommen kann, wenn die Datenverbindung jetzt irgendwie aus irgendwelchen Gründen gestört war, dass das Männchen irgendwie hüpft. Also da muss dann quasi durch dieses Dead Reckoning die Position, die lokal berechnet wurde, vom Agent kontrolliert versetzt werden. Also der Agent, der passt es an und das nennt sich Dead Reckoning. Jetzt haben wir hier bei den einzelnen Clients noch die Problematik, dass da ständig solche Spielevents vom Agent eintreffen und da hatten wir große Schwierigkeiten bei unserer Implementierung von unserem Spielfeld, dass die Population, die Planeten, die haben ja so eine Nummer, eine Stärke, dass die immer korrekt gezählt wird. Weil wir haben hier extrem aufpassen müssen auf die parallele Verarbeitung von den einzelnen Spielevents, die Reihenfolge. Ja, das war dann ganz interessant. So ein bisschen Java synchronized und das ganze Zeugs, die ganzen Prozesse alle korrekt zu verarbeiten. Die ganzen Nachrichten, die schauen wir uns am besten einfach mal praktisch an. Wir haben hier noch gesehen, es gibt also jetzt eine Nachricht vom Client zum Agent und vom Agent an die Clients. Das sind so die zwei wichtigen Unterschiede. Demo. Okay. So,
Jetzt kommen wir zum zweiten Teil unserer Demo. Wir werden das Spiel jetzt nochmal von Beginn an starten. Also uns nochmal an dem Chat-Server anmelden, einen Chatraum erstellen und dann auch das Spiel starten. So, hier seht ihr praktisch unsere Lobby, in der man könnte jetzt auch einfach nur chatten, man sieht seine Kontakte und das Interessante, man kann eben das SpaceX-Spiel starten, was wir jetzt mal machen werden. Und zwar braucht man hierfür eben den Chatraum und man kann sich einen Nickname vergeben. So. Okay, nun sieht man praktisch, dass die Teilnehmer Christopher und Daniel sind. Und jetzt werden wir mal das Spiel starten. Genau. Und mal eine Flotte verschicken und uns dann die Nachrichten anschauen, welche verschickt wurden. So, im unteren Feld, im Agent Chat, sieht man nun einmal die Nachricht in Textformat. Man sieht, das ist XML. XML aus dem Grund, da einfach die Datenübertragung bei XMPP mit XML realisiert wird. Wir haben das mal geparst in eine Baumansicht, damit es einfach jetzt besser lesbar ist. So. Hier ist interessant die Game Action, welche eben andeutet, dass eine Flotte verschickt werden soll. Praktisch hat nun ein Client, möchte eine Flotte verschicken. Er hat direkt zu dem Agent die Nachricht geschickt, er möchte die Flotte verschicken. Nun prüft es der Agent und im oberen, im Multi-User-Chat, werden praktisch diese Nachrichten hier angezeigt, welche der Agent in den Chatraum schickt, der die dann alle an alle Teilnehmer broadcastet. Eben hier hat auch, er hat überprüft, die Move-Lead-Aktion ist korrekt, sie darf ausgeführt werden, schickt sie in den Chatraum und dieser broadcastet sie eben. Noch ein paar weitere Parameter, was jetzt aber nicht so interessant sind. Und dann die nächste Nachricht wäre noch, der Server hat erkannt, wann eben die Flotte, oder der Agent hat erkannt, wann die Flotte bei sich eintrifft und schickt dann zu diesem Zeitpunkt eine Nachricht raus, dass eben die Planeten jetzt geupdatet werden müssen. Diese wird auch wieder gebroadcastet an alle Clients und diese aktualisieren praktisch ihre Spielansicht. Ja. Und nun haben wir noch eine kleine Cheat-Möglichkeit eingebaut, in der man praktisch manuell Nachrichten in den verbreiten kann und praktisch mal, wenn man die richtige XML-Nachricht schickt, selbst Flotten verschicken kann, ohne eine Spielinteraktion durchzuführen. Was wir jetzt noch kurz demonstrieren werden, und zwar wird der Planet von unten rechts mal eine Flotte verschicken, einfach durch diese XML-Nachricht. So, ja. Genau. Und diese wird dann eben auch korrekt ausgeführt, wenn man eben die richtige XML-Nachricht reinschreibt. So. Dies wäre nun der zweite Teil unserer Demo gewesen, mit dem wir nun fertig sind. Und wie ihr gesehen habt, ich habe ja vorher schon mal die URL reingeschrieben, vielleicht hat schon der eine oder andere mal drauf geschaut. Unter dieser URL gibt es dann weitere Infos zum Spiel, auch schon das ein oder andere Projekt, falls ihr jetzt Lust bekommen habt, daran mitzuarbeiten. Und man kann das Spiel auch direkt online starten und mal selbst ausprobieren. Und genau, man braucht dazu einfach den Kids-Account, die Passwörter gehen natürlich direkt an uns und wir geben sie natürlich weiter. nein, das ist natürlich alles ganz sicher. genau. Dann wünschen wir euch jetzt viel Spaß beim Ausprobieren von SpaceX und vielen Dank, dass ihr noch so lange da geblieben seid. Ja, gibt es noch Fragen an die beiden? Ansonsten kann man natürlich jeden nur auffordern, das Spiel tatsächlich mal zu spielen. Und wenn es mit dem Kids-Account geht, dann geht es irgendwie nächstes Jahr mit dem Facebook-Account, oder? Okay, ja, mir bleibt nur nochmal Danke zu sagen an alle, die da waren. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn es jetzt irgendwie, so wie das bei Gottschalk normalerweise nur der Fall ist, aber den gibt es ja nicht mehr, also dürfen wir jetzt überziehen. Hat ein bisschen länger gedauert, die Theke ist immer noch offen, wer sich noch irgendwie versorgen will. Und ich wünsche allen einen schönen Nachhauseweg oder noch vergnügliche Stunden hier.
Und wir sehen uns dann in dieser Runde spätestens nächstes Jahr um ähnliche Zeit. Der Standardtermin wird wohl jetzt der zweite Mittwoch im Sommersemester, also nächstes Jahr irgendwann gegen Ende April um 18 Uhr im H22. Bis dann, tschüss und schönen Abend.